drüber streicheln. Wenn Sie diese Box kaufen, kriegen Sie auch noch dieses Armband dazu. Genau, ich hab die ganz normal, also die Apple Watch Edition. Ist echt schwierig mit den Namen. Also das mittlere Ding, vor allen Dingen auch mit wem du sprichst, niemand checkt's, ja. Also mit der Ausdrucksweise und auch niemand, selbst Leute, die irgendwie total im Thema drin sind, verhaspeln sich. Und also die Edelstahl-Variante, die mittlere Variante. Entscheidend ist das Wort Edition nicht zu erwähnen. Ja, aber Edition erwähnt man eigentlich gerne. Also aber Kollektion ist wahrscheinlich das bessere Wort. Also, ne, Silbern und Edelstahl, und dann habe ich hier zwei Armbänder liegen, und zwar das eine ist dieses Lederarmband mit Schlaufe, so komplett magnetisch und hat so eine, zieht sich einmal so durch eine Schlaufe und schlängelt sich dann magnetisch um das Handgelenk herum, und einmal dieses Link-Bracelet, das ich auch ausprobiert habe. Ich werde das mal so in die Kamera, obwohl es ist ja auch ein Audio-Podcast. Beide sehr schön und die auch sehr schön und viel Geschmackssache. Brauchst du was zum Trinken? Ich hatte was im Hals. Kurz. Wildes Kopfschütteln gesehen. Also. Was? Du hast so schnell den Kopf schüttelt da, deswegen. Ja. Und ich hab die Uhr jetzt auch irgendwie seit letzten Mittwoch an, also in dieser Woche war viel los, so. Also so ungewohnt, so Technik am Körper zu tragen und das auszuprobieren, das war sehr sehr spannend und aufschlussreich, muss ich sagen. Was hat sich dann jetzt erschlossen, seit jetzt im Gegensatz zu dem, was man sich vielleicht vorher ausgemalt hat oder gelesen hat? Wie ist es denn jetzt? Leo, hast du sie wirklich getragen oder? Die blaue. Hab ich getragen, aber relativ wenig. Vor allem habe ich keine allzu wilden Aktionen damit gemacht. Das heißt, die war jetzt wirklich mehr zum am Schreibtisch ausprobieren, was natürlich den Sinn dieser Uhr ein bisschen schmälert. Aber das ändert sich spätestens mit heute. Ich habe sie für ein, zwei Tage habe ich sie schon richtig auch getragen, aber danach nach weniger. Das heißt, ich habe noch keine volle Woche mit Uhr am Handgelenk verbracht. Ihr hattet ja beide jetzt nicht die Möglichkeit, im Laden auszuprobieren und sie vorher anzuschauen und sowas. Aber vielleicht nochmal ein erster frischer Eindruck. Wie ist sie denn? Also ich war erstaunt, wie klein die 42er ist. Also ich hatte tatsächlich kurz das Gefühl, eine 38er bekommen zu haben. Ich habe ein oder andere auf Twitter gelesen, dass es anderen Leuten auch so ging. Es ist halt immer die Frage, aus welchem Relations, ja, also was die Relation ist und von welchem Urobjekt man ausgeht. Aber die 42er ist wirklich nicht groß. Ich glaube, darauf kann man sich sogar relativ objektiv einigen. Außer man trägt irgendeine Mikroskopuhr, die wirklich mikroskopisch klein ist. Weil 42 ist nicht groß. Also ich glaube, das kann man festhalten. Und es ist wirklich interessant, dass sie einfach auf den Fotos, sowohl auf den Produktfotos als auch auf den Fotos, die Leute von ihrem eigenen Handgelenk knipsen. Handgelenkies, gibt es da schon einen Fachbegriff für? Fotos von Handgelenken sieht man ja in reichhaltiger Form im Moment. Naja, das ist ein ganz, ganz klarer Fall, so ein Wristy. Ja, natürlich. Wristy? Ja, okay. Wieder was gelernt. Ja, oder auch nicht. Schnell verlernen. Deshalb, also ich habe halt die 38er jetzt auch noch nicht zum Vergleich gehabt, weder am Arm persönlich noch um sie daneben zu legen. Also ich stelle sie mir sehr klein vor, aber keine Ahnung. Also ich meine, wer sich da unsicher ist, dem hilft es halt sowieso nichts aus, sich einfach parallel anzuschauen. Ansonsten würde ich immer zur 42er greifen, ohne da weiter drüber nachzudenken. Ja, und ansonsten Ich habe bis jetzt auch, mir ist ja im Unterschied zu Alex auch bis jetzt nur das Sportarmband über den Weg gelaufen, in Blau und inzwischen glücklicherweise in Schwarz. Und ich muss sagen, dass ich bis jetzt recht angetan bin von dem Sportding. Also ich habe weder furchtbare Schwitzprobleme darunter, noch dass es in anderer Form störend aufgefallen wäre. Also es fühlt sich eigentlich recht gut und neutral gut bis positiv an. Und insgesamt ist die Sportversion der Uhr plus Sportarmband ist auch ziemlich leicht. Also da merkt man nicht allzu viel von am Handgelenk. Wir haben ja damals mal die Grammzahlen durchgerechnet. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was jetzt Sportversion mit Armband war, so plus minus war irgendwie zwischen 80 und 100, glaube ich, wenn ich nicht total
meine Erinnerung sich da nicht total trügt, aber das ist also davon bekommt man eigentlich nicht viel mit. Je nachdem, wie eng man sie halt trägt, das Ding nicht allzu locker da schlappern lassen sollte.